Jetzt geht es um die Beratung des Antrages der Fraktion der AfD, verstärktes Vorgehen gegen Linksextremismus zum Schutz der Demokratie, so lautet der. Die AfD-Fraktion fordert, dass zum Schutz der Demokratie verstärkt gegen Linksextremismus vorgegangen werden soll. Es soll mehr Personal und mehr Mittel eingesetzt werden, um gegen gewaltbereite linksextremistische Bündnisse, Vereine und Organisationen vorzugehen. Vereinsverbote und Verbote von Internetplattformen sollen geprüft und gegebenenfalls schnell umgesetzt werden. Konkret geht es der AfD unter anderem um Nachfolgeplattformen der verbotenen Plattform links unten oder Indymedia.org sowie um Organisationen wie die Interventionistische Linke. Der nächste und erste Redner in dieser Debatte ist Martin Hess für die AfD. Er ist Mitglied im Innenausschuss. Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung, bevor ich auf den eigentlichen Antrag eingehe. Die AfD hat schon immer jegliche Form von Extremismus, egal ob links, rechts oder Islamismus, scharf verurteilt. Wir müssen aber konstatieren, dass gegen Rechtsextremismus in geeigneter Weise vorgegangen wird und auch dem islamistischen Extremismus mit einer gewissen Entschlossenheit begegnet wird, wenn hier natürlich auch noch entsprechender Optimierungsbedarf besteht. Einzig der Linksextremismus wird vom Staat kaum bekämpft, und deshalb ist dieser Antrag erforderlich. Denn Linksextremismus, und daran kann und darf kein Zweifel bestehen, ist eine massive Bedrohung für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft und unsere Sicherheitsorgane. Die Gewalttaten mit linksextremistischem Hintergrund haben 2017 um 37,2% zugenommen. Sie richteten sich zu 69% gegen Polizei und Sicherheitsbehörden. Wir alle erinnern uns noch an die bürgerkriegsähnlichen Szenen beim G20-Gipfel in Hamburg. Linksextremisten zogen marodierend durch die Straßen. In blinder Zerstörungswut setzten sie Fahrzeuge und Barrikaden in Brand. Sie schlugen Fensterscheiben ein, plünderten hemmungslos Geschäfte und griffen mit Pflastersteinen und mit Präzisionsschleudern abgeschossene Stahlkugeln auf die Sicherheitskräfte. In ihrer Menschenverachtung gingen die Linksextremisten so weit, dass sie Polizeikräfte mit voller Absicht in Hinterhalte lockten, um sie dort mit Gehwegplatten und Molotow-Cocktails anzugreifen. Nur durch den Einsatz von Spezialkräften und die Verlegung aller bundesweit verfügbaren Polizeikräfte nach Hamburg konnte die Lage bewältigt werden. 231 Polizeibeamte wurden damals verletzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird Zeit, dass wir die Dinge wieder beim Namen nennen. Als Polizist und als Politiker sage ich Ihnen in aller Deutlichkeit, das ist kein Linksextremismus mehr, das ist Linksterrorismus. Und wer mit Steinen, Zwillen, Eisenstangen gegen Polizeibeamte vorgeht, liebe links-grün-roten Kollegen und auch an die Teile der Medien gerichtet, das ist kein Aktivist, das ist und bleibt ein Gewaltverbrecher. Dass sich Linke, Grüne, SPD angesichts solcher Fakten nach wie vor weigern, die erschreckende Dimension linker Gewalt überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, ja, sie sogar verharmlosen, relativieren und leugnen, und dass die Regierung immer noch außerstande ist, effektive Maßnahmen gegen den Linksterrorismus zu ergreifen, das ist, und man muss es so deutlich sagen, eine Bankrotterklärung dieses Parlaments. Frau Präsidentin Pau, Frau Ministerin Barley und die Kolleginnen und Kollegen Högel, Göring-Eckardt, Hofreiter, Özdemir, Rixinger, Kipping haben mit der interventionistischen Linken zusammen einen Aufruf unterzeichnet, der sich gegen unsere demokratisch gewählte Partei richtet. Dabei hat die interventionistische Linke ist sie für die Gewaltausbrüche beim G20-Gipfel mitverantwortlich, und laut Bundesregierung spielt sie auch eine maßgebliche Rolle bei den Ausschreitungen im Hambacher Forst, wo Polizeibeamte massiv mit Steinen, Flaschen und Fäkalien angegriffen wurden. Nur zur Erinnerung, die Lage war dort so ernst, dass sich ein Kollege nur mit einem Warnschuss retten konnte. Die interventionistische Linke ist daher unbestreitbar eine verfassungsfeindliche Organisation, und mit einer verfassungsfeindlichen Organisation, da kooperiert man nicht, die verbietet man, und zwar sofort. Die Unfähigkeit der Bundesregierung bei der Bekämpfung des Linksextremismus führt zu immer häufigeren und zu immer schwereren Angriffen auf die Organe unseres Staates. Ich nenne hier nur exemplarisch ein paar Beispiele. Im April 2018 greifen Linksterroristen vor dem besetzten Haus in Rigaer Straße wiederholt Polizeiwagen mit Steinen an. Auf Indymedia rufen sie zu weiteren Steinwürfen auf, und sie schreiben dort, ich zitiere, die durch die Stadt streifenden Schweine sind für uns nichts weiter als verachtenswerte Subjekte, denen wir ihre Streifenfahrt zur Gefahr
Gefahr werden lassen. Zitat Ende. Im August 2018 stürmen Linksterroristen die Berliner Senatsjustizverwaltung und bedrohen dort einen Referatsleiter. Im Dezember 2018 verüben Linksterroristen einen Brandanschlag auf dem 5. Strafsenat des BGH in Leipzig. Und die Bundesregierung ist nicht in der Lage, dieser massiven linksextremistischen Gefahr für unsere Demokratie und unsere Gesellschaft effektive Maßnahmen entgegenzusetzen. Sie schafft es nicht einmal, die Internetplattform dauerhaft abzuschalten, auf der die Terroristen ihre Bekennerschreiben veröffentlichen. Durch einen simplen Wechsel der Webdomain umgehen diese Linksextremisten das Verbot des Innenministers und verbreiten weiter ihre staatsfeindliche und menschenverachtende Propaganda. Zuletzt sogar ein Sabotagehandbuch, in dem Anleitungen zur Zerstörung von Eigentum und zur Zerstörung der Existenz von AfD-Mitgliedern abgegeben werden, bis hin, und das muss man sich mal vorstellen, zum mörderischen Abwurf schwerer Steine von Autobahnbrücken. Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss endlich Schluss sein. Wir müssen diese Staats- und Menschenfeinde mit aller Konsequenz und mit aller Härte bekämpfen und eben nicht, wie einige Politiker aus dem linken Spektrum, dieser linksextremen Gewalt auch noch mit aggressiver Rhetorik befeuern. SPD-Vize Ralf Stegner schrieb am 8.5.16 auf Twitter: Fakt bleibt, man muss Positionen und Personal der Rechtspopulisten attackieren. Und Cem Özdemir sagte vor der Bundestagswahl: In einer Woche könnte es sein, dass erstmals wieder Nazis in den Bundestag einziehen. Ist das kein Anlass zu sagen, wir wollen alles dafür tun, dass diese Brut in diesem Land nichts zu sagen hat? Und ich möchte daran erinnern, als Bundestagspräsident Schäuble am 11. September letzten Jahres dazu aufrief, linksextreme Gewalt ebenso abzulehnen wie rechtsextremistische, da verweigerten Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, von Linken, SPD und Grünen diesem demokratischen Minimalkonsens den Applaus. Und das zeigt doch ganz eindeutig, wo die wahren Demokratiefeinde in diesem Parlament sitzen, nämlich links. Die Büroleiterin von Andrea Nahles, Angela Marquardt, schrieb am 7. September 2018 im SPD-Organ Vorwärts: Im Kampf gegen rechts braucht die SPD auch die Antifa. In ihrem Kampf gegen rechts, und wohlgemerkt gegen rechts, nicht gegen Rechtsextremismus, sondern gegen rechts, eine völlig legitime demokratische Strömung, haben Sie keinerlei Skrupel, mit Gruppierungen zu kooperieren, die vom Verfassungsschutz dem gewaltorientierten Linksextremismus zugeordnet werden. Und das zeigt uns doch ganz eindeutig, dass es Ihnen gar nicht um den Schutz unserer Demokratie geht, sondern nur darum, den primitiven Erhalt Ihrer Macht und Ihrer finanziellen Mittel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Saat Ihrer verbalen Angriffe auf unsere Partei geht auf. Ein Sprengstoffanschlag gegen ein AfD-Bürgerbüro in Döbeln forderte nur deshalb keine Verletzten oder sogar Toten, weil keine Menschen in der Nähe waren. Und vor wenigen Tagen wurde unser Abgeordneter Frank Magnitz mit einem Angriff schwer am Kopf verletzt. Und von dieser Stelle aus, lieber Frank, und ich hoffe, ich mache das nicht nur im Namen meiner Fraktion, wünsche ich dir gute Besserung und schnelle Genesung. Dabei ist der Kollege Magnitz beileibe kein Einzelfall. Unser Fraktionsvorsitzender in Rheinland-Pfalz, Uwe Junge, erlitt im August 2016 durch Schläge und Tritte ins Gesicht einen Jochbeinbruch. Der Abgeordnete Kai Gottschalk wurde beim Bundesparteitag in Hannover attackiert und schwer an der Hand verletzt. Unsere Häuser werden beschädigt, unsere Autos verbrannt, unsere Büros demoliert. Damit soll der demokratische Diskurs in diesem Land eingeengt werden und damit wird die Meinungsfreiheit, immerhin einer der zentralen Grundpfeiler unserer Demokratie, massiv angegriffen. Jeder überzeugte und aufrechte Demokrat steht daher in der Pflicht, sich diesen linksextremistischen Angriffen entschlossen entgegenzustellen. Beweisen Sie, dass Sie es ernst meinen mit der wehrhaften Demokratie. Zeigen Sie, dass Sie auch für die Freiheit, dass Sie sich auch für die Freiheit von Meinungen einsetzen, die Ihrer eigenen widersprechen und vielleicht sogar auch schwer erträglich sein mögen. Aber genau das zeichnet eben auch einen wahren Demokraten aus. Wenn Sie weiterhin zulassen, dass Linksextremisten und Linksterroristen unsere Demokratie und unsere Gesellschaft gefährden, dann geht jeder weitere Anschlag, jeder weitere Verletzte und, was Gott verhüten möge, jeder künftige Tote auf ihr Konto. Das müssen wir verhindern. Die Zeit des Redens ist definitiv vorbei. Jetzt muss endlich gehandelt werden. Ich appelliere daher an Sie, unserem Antrag zuzustimmen. Martin Hess war das von der AfD. Vorgehen gegen Linksextremismus, so heißt der Tagesordnungspunkt. Und der nächste Redner, der jetzt hier dazu spricht, kommt von der CDU-CSU. Das Ergebnis der von den Schriftführern. Nein, jetzt kommt erst das Ergebnis. Ermittelt das Ergebnis der namentlichen Abstimmung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung mit zum Entwurf eines Gesetzes zur Einstufung Georgiens, der Demokratischen Volksrepublik Algerien, des Königreichs Marokko
und der Tunesischen Republik als sichere Herkunftsstaaten, Drucksache 19/5314 und 19/6538. 651 Stimmen wurden abgegeben, mit Ja haben gestimmt 509, mit Nein haben gestimmt 138, 4 Enthaltungen. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Linda Teuteberg, Stefan Thomae, Grigoris Agelidis und weitere Abgeordnete der Fraktion der FDP zur dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung. Den Titel lese ich jetzt nicht noch einmal vor. Und die Drucksachennummer auch nicht, haben die Schriftführer folgendes Ergebnis ermittelt. Schriftführerinnen und Schriftführer. Ja, ich appelliere auch noch einmal zur Hausarbeit, aber jetzt ja bei Schriftführerinnen und Schriftführern. Abgegebene Stimmen 645, mit Ja haben gestimmt 150, mit Nein haben gestimmt 495. Der Entschließungsantrag ist damit abgelehnt. Und damit ja, aber der Gesetzentwurf, meine Damen und Herren der Bundesregierung, der ist halt angenommen worden mit 509 Stimmen von 641. Das Parlament hat übrigens 709 Abgeordnete, relativ viele Abgeordnete heute nicht da. 138 waren dagegen. Nun kommt das Gesetz in den Bundesrat und über die Problematik hatte ich Sie ja vorhin schon auf dem Laufenden gehalten. Das dürfte schwierig und eng werden. Matthias Mittelberg, der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU, hat jetzt das Wort. Die linksextreme Gewalt und die linkspolitisch motivierte Kriminalität in Deutschland machen uns auch Sorgen. Die Zahlen 2017 im Verhältnis zu 2016 zeigen, dass das Gesamtstraftataufkommen politisch motivierter Kriminalität links um 3,9% gewachsen ist. Und auch bei den politisch motivierten Gewalttaten, also Tötungs- und Körperverletzungsdelikten, haben wir einen Anstieg von 15,6% zu verzeichnen. Ereignisse wie G20 sind angesprochen worden. Es gibt also einen Anstieg auch linksextremistischer Gewalt. Dem müssen wir uns stellen, aber dem stellen wir uns auch sehr konsequent. Wir handeln aber nicht nur nach links, sondern gegen alle Formen des Extremismus, ganz gleich, ob der von links, von rechts oder religiös motiviert ist. Wir verurteilen alle Formen des Extremismus gleichermaßen und gehen gegen alle diese Formen vor. Schon seit 2012 gibt es das gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum, die Kommunikationsplattform für Polizei, Nachrichtendienste auf Bundes- und auf Länderebene. Wir steigern den Personalbestand beim Bundeskriminalamt. Das betrifft auch den Personalaufwuchs im Bereich der Bekämpfung der PMK links um 54 Stellen ganz konkret. Und wir haben gehandelt mit dem Verbot der Internetplattform links unten in die Media. Wir haben bisher noch keine veritablen Erkenntnisse dafür, dass die Betreiber der neuen Plattformen, die ähnliche Namen führen, identisch sind mit der verbotenen Plattform und dass dieses Vereinsverbot umgangen wird. Aber wir beobachten die Szene weiter sehr aufmerksam. Im Übrigen ist die Bundeszentrale für politische Bildung tätig im Vorfeld, und das alles ist auch richtig so. Ich will aber klarstellen, es gibt eben auch Extremismus nicht nur von links, sondern genauso von politisch rechts oder mit religiös-ideologisch motiviertem Hintergrund. Die Straftaten von der rechten Seite sind zuletzt um 13% zurückgegangen. Sie sind aber, was ihre Zahl insgesamt angeht, höher als die von linksextremistischer Seite. Die Straftaten mit religiös-ideologischem Hintergrund sind um fast 53% gestiegen. Sie sind insgesamt noch kleiner von der Zahl her, aber die Steigerung macht uns eben besondere Sorgen. Dies ist alles kein schöner Befund. Jede extremistische Straftat ist eine zu viel, und kein Extremismus, um das klar und deutlich zu sagen, ist irgendwie besser oder schlechter als ein anderer. Und man muss auch für keine Form von Extremismus irgendwie Verständnis haben. Wir lehnen alles gleichermaßen ab. Und politische Straftaten sind immer eine ganz schwierige Sache, weil die Täter sich durch ihre Ideologie und manchmal vorgeschobene Ideologie irgendwie besondererweise gerechtfertigt fühlen und weil getroffen werden im Unterschied zur Alltagskriminalität nicht nur die jeweiligen Opfer, sondern getroffen werden häufig ganze Gruppen von Personen in der Gesellschaft,
die entweder aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit, ethnischer Herkunft, Religion, sexueller Orientierung sich durch solche Straftaten letzten Endes bedroht fühlen und auch Angst entwickeln. Deswegen gefährden solche politisch motivierten Straftaten unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung insgesamt. Und deswegen stellen wir uns diesen Straftaten mit besonderer Härte und mit besonderer Konsequenz. Und das zeigt, dass wir am Ende nicht differenzieren dürfen. Es war richtig, dass wir hier über Chemnitz und die Straftaten, die es dort gegeben hat, die Ausfälle, nicht nur die Hitlergrüße, andere Dinge auch, egal ob das jetzt Hetze oder Hetzjachten waren, spielt keine Rolle, dass wir über diese Dinge klar und deutlich hier im Haus gesprochen haben. Die Durchsetzung des Rechts und das Gewaltmonopol dieses Staates sind nicht relativierbar. Ganz gleich in welche Richtung, ob von links oder rechts. Und ich habe mich darüber gefreut, sage ich Ihnen auch deutlich, dass die Leute, die da den Hitlergruß gezeigt haben, zwei Wochen später dort vor dem Richtertisch standen. Das ist richtig so, dass unser Rechtsstaat schnell reagiert. Aber ich sage auch ganz klar, in alle Richtungen dieses Hauses, es darf überhaupt keine Rolle spielen, ob da Steine oder Flaschen oder sonst wie Gewalt angewandt wird gegen einen Flüchtling, gegen einen Polizeibeamten wie bei G20 oder gegen irgendwelche Politiker, egal ob von links oder von rechts oder von der AfD oder von sonst wem. Das alles sind miese und fiese Straftaten, die dringend und hart verfolgt gehören. Es darf keine Unterschiede geben, und wir müssen, so wie wir über Chemnitz klar gesprochen haben, auch genauso über G20 sprechen und über die Taten im Hambacher Forst, die Zwillenschüsse auf Polizeibeamten, das Werfen von Molotow-Cocktails, Brandstiftungen, Fäkalienwurf auf Polizisten sind tatsächlich keine Aktivitäten von Aktivisten, sondern es sind Straftaten, die verfolgt gehören. Und deswegen gehen wir weiter mit dem konsequenten Kurs gegen rechts wie links. Es macht übrigens zahlenmäßig gar keinen Unterschied. Der Verfassungsschutzbericht sagt uns, es gibt 24.000 Rechtsextreme in Deutschland, es gibt 28.000 Linksextreme. Bei den Rechtsextremen gibt es einen etwas höheren Anteil Gewaltorientierten, bei den Linksextremen ist er etwas geringer. Im Grunde macht es wenig Unterschied. Wir werden gegen beide Gruppierungen und auch gegen die religiös Motivierten weiter konsequent vorgehen, mit der Stärkung unseres Rechtsstaats, mit einer wehrhaften Demokratie und mit dem Pakt für den Rechtsstaat, den wir hier immer wieder regelmäßig im Haus beraten, in seinen einzelnen Schritten. Diesen Kurs gegen links, gegen rechts, gegen religiös motiviert werden wir konsequent fortsetzen. Herzlichen Dank. Matthias Mittelberg war das, der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Der nächste Redner kommt jetzt von der FDP, Benjamin Strasser. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben zweifelsohne ein Problem mit Linksextremismus in Deutschland. Und was mich besonders besorgt, wir haben es laut Verfassungsschutzbericht mit einer steigenden Anzahl gewaltbereiter Linksextremisten zu tun. Das kann jeden Demokraten und jede Demokratin in diesem Land nicht kalt lassen, vor allem, weil es ein jahrelanger Trend ist, den wir beobachtet haben. Wir als Freie Demokraten haben damals reagiert zu unserer schwarz-gelben Regierungszeit und haben die Mittel und die Maßnahmen im Kampf gegen Linksextremismus entsprechend erhöht. Umso bedauerlicher ist es, Herr Kollege Mittelberg, dass es Ihre Fraktion, die Union, gemeinsam mit der SPD war, die ab dem Jahr 2013 die Mittel wieder zurückgefahren hat im Kampf gegen Linksextremismus. Das waren verlorene Jahre im Kampf in diesem Bereich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können auch nicht davor die Augen verschließen, wenn Linksextreme in diesem Land zunehmend Gewalt nicht nur gegen Sachen, sondern auch gegen Menschen und insbesondere gegen die Polizei und Einsatzkräfte in unserem Land verüben. Sie sind es nämlich, die die Knochen hinhalten für unsere offene Gesellschaft. Sie sind es, die dafür sorgen, dass in Deutschland nicht das Gesetz der Straße, sondern das Gesetz des Staates zur Anwendung kommt. Deswegen haben diese Menschen Respekt und auch unseren Schutz verdient. Was wir aber leider erleben, und das ärgert mich besonders, ist, dass es hier Vertreterinnen und Vertreter demokratischer Parteien in unserem Land gibt, die linksextreme Gewalt bewusst oder unbewusst relativieren oder gar verharmlosen.
Wenn der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Schleswig-Holstein, Herr Ralf Stegner, nach den G20-Randalen in Hamburg ernsthaft davon spricht, ich zitiere, ideologisch gesehen ist die Verherrlichung von Gewalt eher rechte Gesinnung, schwarzer Block und Hooligans sind Kriminelle, keine Linken, Zitat Ende, dann verharmlost das linksextreme Gewalt in unserem Land. Wenn Polizistinnen und Polizisten im Hambacher Forst von Autonomen mit Steinen, Molotow-Cocktails und Fäkalien beworfen werden, dann ist das kein kreativer Protest, sondern dann ist das linksextreme Gewalt in unserem Land. Und ich erwarte gerade von Demokratinnen und Demokraten, dass sie nicht nur schweigen, dass sie nicht nur floskelhaft das bedauern, sondern dass sie entschieden widersprechen, auch gerade von den linken demokratischen Parteien in unserem Land. Denn eins ist doch klar, und das haben wir vorhin erlebt, Verharmlosung und Relativierung nützt nur einer Partei in diesem Hohen Haus, und die sitzt hier am rechten Rand, womit wir auch bei der AfD werden. Das, was Sie heute hier abgezogen haben, das ist doch sehr bemerkenswert. Ihr vermeintlicher Kampf gegen den Linksextremismus dient im Zweck und im Ziel eigentlich nur dazu, Ihre eigenen Probleme mit Rechtsextremen in Ihrer Partei, mit den braunen Flecken in Deutschland zu kaschieren und die Scheinwerfer entsprechend auf den Linksextremismus zu werfen. Sie stellen einen wohlfeilen Antrag gegen Linksextremismus ins Schaufenster und im Björn Höcke, die junge Alternative, dekoriert den Laden bei Ihnen so braun, dass jetzt der Verfassungsschutz entsprechend tätig werden muss. Aber die Spitze der Scheinheiligkeit sind die inhaltlichen Forderungen in Ihrem Antrag. Am letzten Montag durften wir erleben, dass Sie wahrheitswidrig behaupten, die anderen demokratischen Parteien hätten Einfluss auf die Entscheidung über die Beobachtung des Verfassungsschutzes genommen. Frau Weidel behauptete sogar, Herr Maaßen sei nur deswegen abgelöst worden. Drei Tage später stellen Sie einen Antrag, in dem Sie die Bundesregierung auffordern, ein Vereinsverbot zu erlassen und genau diesen politischen Einfluss über den Deutschen Bundestag auf die Entscheidung der Bundesregierung nehmen wollen, nur weil es Ihnen entsprechend nicht passt. Was gilt denn jetzt, Frau Weidel? Ist es nur, wenn es bei Ihnen politisch opportun ist, dass man einschreiten soll, oder sollen unsere Sicherheitsbehörden nicht nach Recht und Gesetz entscheiden? Und ich habe das Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden, dass sie genau das tun. Im Endeffekt, und ich komme zum Schluss, Herr Präsident, der Kampf gegen Extremismus wird nicht nur von Sicherheitsbehörden geführt, sondern er wird von allen Demokratinnen und Demokraten in diesem Land geführt. Und deswegen liegt es auch an uns Parlamentariern, entsprechend zu handeln. Populismus und Extremismus leben vom Problem. Es liegt an uns, diese Probleme zu lösen und diesen Leuten hier im Parlament den Nährboden zu entziehen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Benjamin Strasser von der FDP war das mit einem engagierten Vortrag. Nächster Redner in der Debatte ist Uli Grötsch von der SPD. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Etwas irritierend ist es schon, dass die AfD gerade in dieser Woche einen Antrag in den Deutschen Bundestag einbringt, in dem sie vorgibt, die Demokratie schützen zu wollen. Warum das nicht nur vom Zeitpunkt her schräg ist, sondern warum der Antrag zum Schutz der Demokratie genauso ungeeignet ist wie die ganze Partei oder Fraktion zum Schutz der Demokratie wohl ungeeignet ist, will ich Ihnen aber gerne kurz darstellen. Ich sage Ihnen, denen den Schutz unserer Demokratie zu überlassen, die dieses Land so wie es ist, die das friedliche Zusammenleben in unserem Land ablehnen, das ist so, wie wenn man einem Einbrecher einen Schlüssel, den Schlüssel zu seiner Wohnung überlassen würde. Und ich sage Ihnen auch, Sie können uns, einer Partei, die von Kommunisten genauso verfolgt wurde wie von Rechtsextremisten, ganz bestimmt nichts gegen Extremismusprävention erzählen, sehr geehrte Damen und Herren von der AfD. Und eines will ich auch mal klarstellen. Und hören auch Sie gerne zu, Herr Strasser. Es war diese Koalition und es waren SPD-Familienministerinnen, die Mittel im Kampf gegen politischen Extremismus seit 2013 Jahr für Jahr aufgestockt haben. Die Mittel im Kampf gegen den politischen Extremismus sind heute so hoch, wie sie in der Geschichte des Landes es noch nie waren. Merken Sie sich das? Vielleicht haben Sie sich in der Vorbereitung auf Ihre Rede auch verlesen.
Natürlich, und das ist ja völlig unstrittig, ist jede Form des Extremismus zu verurteilen. Aber ich sage es auch schon seit vielen Jahren und ich sage es Ihnen auch heute gerne nochmal. Ein Vergleich von Linksextremismus und Rechtsextremismus verbietet sich gerade in unserem Land. Es gibt in Deutschland drastisch viel mehr. Es gibt in Deutschland drastisch viel mehr gewaltorientierte Rechtsextreme als Linksextreme. Wir hatten im Jahr 2017 trotz der hohen Zahlen durch den G20-Gipfel in Hamburg dreimal mehr Straftaten, die politisch rechtsextrem motiviert wurden, als das von links der Fall war. Und natürlich ist jeder Tote einer zu viel. Natürlich ist jede Straftat eine zu viel. Aber ich sage es Ihnen gerne mal in Zahlen. Seit 1990 hat der Linksextremismus tragischerweise 4 Menschenleben gekostet, seit 1990. Im gleichen Zeitraum hat der Rechtsextremismus 194 Menschenleben gekostet, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist ein Punkt, der hier Erwähnung finden sollte. Und wenn wir über Zahlen reden, und die Entwicklung von Zahlen, dann wird das 2016 sogar noch deutlicher, wo die Probleme mit dem politischen Extremismus in unserem Land liegen. 2016 hatten wir sogar 4-mal so viele Straftaten, die mit rechtsextremistischem Hintergrund begangen wurden, als wir Straftaten hatten, die linksextremistisch motiviert wurden. Vor allem aber ist Ihr Vergleich deshalb brandgefährlich, weil er schwerste Verbrechen relativiert, die Rechtsextreme in diesem Land verübt haben. Stichwort nationalsozialistischer Untergrund. Oder ich denke ganz aktuell an die NSU-Opferanwältin Seda Basayildiz, die Drohbriefe von einem sogenannten NSU 2.0 erhalten hat, in denen offenbar sogar Polizeibeamte verstrickt sind. Das sind die Probleme, mit denen wir uns beim politischen Extremismus zuallererst befassen müssen. Um das noch einmal zu sagen, die wahre Gefahr in diesem Land kommt immer noch von rechts. Deshalb darf eben Linksextremismus mit Rechtsextremismus niemals auf eine Stufe gestellt werden. Und es ist schon immer schändlich und auch am heutigen Tage schändlich, den Versuch zu unternehmen, den Scheinwerfer von rechts nach links zu drehen, weil so rechts die Dunkelheit entsteht, die wohl den Begriff Dunkeldeutschland vor ein paar Jahren in Deutschland mal geprägt hat. Wir werden auch weiterhin unser Augenmerk auf den Rechtsextremismus richten, auch wenn es Sie womöglich schmerzt. Und um es ganz deutlich zu sagen, nichts rechtfertigt Gewalt gegen Politiker. Ich wünsche Ihrem Kollegen auch baldige Genesung und verurteile diesen Angriff auch. Aber wie verzweifelt müssen Sie denn sein, dass Sie Angriffe ausschmücken müssen? Angriffe auf Kollegen Ihrer Fraktion, von wegen mit Kantholz geschlagen und von wegen am Boden noch nachgetreten. Wir haben das Video doch alle gesehen. Sie haben bewusst gelogen, weil Sie als Opfer linker Gewalt dastehen wollten. Das ist doch der Antrieb, der dahinter steckt. Die Märtyrerkrone verdienen Sie ganz bestimmt nicht. Was da getan wurde, ist einfach nur schändlich. Aber ich kann Sie dennoch beruhigen. Bleiben Sie ruhig, sehr geehrte Damen und Herren von der AfD, bleiben Sie ruhig. Ich kann Sie beruhigen. Auch den Linksextremismus haben unsere Sicherheitsbehörden natürlich auf dem Schirm. Ich erinnere an das rigorose Vorgehen gegen die Randalierer beim G20-Gipfel in Hamburg und die hohen Strafen der Gerichte, die dem folgten. Was Sie mit verstärktem Vorgehen konkret meinen, lassen Sie ja irgendwo auch im Ungewissen. Sie sind ja gerade mal darauf eingegangen, Herr Hess. Hoffentlich meinen Sie nicht so etwas wie den Einsatz vom November 2018 in Berlin in der Rigaer Straße, wo die Polizei nach 4 Tatverdächtigen mit 560 Mann mit einem Hubschrauber und Spezialkräften gesucht hat. Wenn Sie das damit meinen, mit entschlossenen Handeln, dann sollten Sie dringend auch noch mal in sich gehen. Aber darum geht es Ihnen doch gar nicht. Es geht Ihnen nicht darum, gegen die Demokratiefeinde vorzugehen und unsere Demokratie schützen, weil Sie unser Land, so wie es ist, das haben Sie zuletzt ja erst auf Ihrem Europaparteitag wieder deutlich gemacht, einfach ablehnen, weil Sie selbst die Feinde der Demokratie sind. Herr Kollege Hess würde gerne eine Zwischenfrage stellen.
Ich sage auch das noch mal. Es gibt in Ihrer Fraktion nur einen, bei dem ich eine Zwischenfrage zulasse. Sie sind nicht Herr Hess. Ich lasse die Frage nicht zu, Herr Präsident. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Ich komme zum Schluss. Ich habe Verständnis dafür, dass Sie derzeit sehr nervös sind. Das hat man auch im Innenausschuss diese Woche wieder gesehen, weil Sie das Bundesamt für Verfassungsschutz nun als Prüffall einstuft. Auf über 440 Seiten hat das BfV mit den Landesverfassungsschutzämtern Material zusammengetragen, die verfassungsfeindliche Tendenzen belegen. Wir haben es jetzt schwarz auf weiß, dass Sie die Feinde der Demokratie sind. Seien Sie sich sicher, in der nächsten Zeit kommt es bei Ihnen auf jedes Wort an, das Sie sagen oder schreiben. Wir sind wachsam, seien Sie sich dessen gewahr, und wir sind mehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Uli Grötsch war das von der SPD. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. André Hahn, Die Linke. Und das war ja zu erwarten, André Hahn mit einer persönlichen Erklärung. Herr Präsident, nein, pardon. Entschuldigung. André Hahn von der Linken, natürlich jetzt der normale Redner. Sorry, ich hatte jetzt erwartet, dass Herr Hess das Wort nochmal feuert. Da habe ich mich vertan. Entschuldigung. Extremistischer Tendenzen inzwischen selbst vom nun wahrlich nicht linksorientierten Bundesamt für Verfassungsschutz als Prüffall eingestuft wird. Die AfD verfolgt mit ihrem Antrag ganz erkennbar zwei Ziele. Zum einen will sie von ihren eigenen rechtsextremistischen Strömungen und Führungspersonen ablenken. Und zum anderen will sie jene diskreditieren und von staatlicher Förderung abschneiden, die sich gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Nationalismus mit friedlichen Mitteln zur Wehr setzen. Das werden wir ihnen nicht durchgehen lassen. Die übergroße Mehrheit der Menschen in diesem Land steht für Toleranz, Weltoffenheit und ein friedfertiges Europa für alle, und das ist auch gut so. Für meine Fraktion will ich hier noch mal ganz eindeutig erklären: Die Linke ist gegen jede Form von Gewalt, egal von wem sie ausgeht und egal gegen wen sie gerichtet ist. Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung und darf es auch nie werden. Gleichwohl inszeniert sich die AfD gern als Opfer linker Gewalt, und das kommt nicht von ungefähr. Denn dieser Opfermythos ist geradezu sinnstiftend für diese Partei. Er ist von zentraler Bedeutung für ihr Selbstverständnis und insbesondere für ihre Selbstdarstellung. Meine Damen und Herren, reden wir doch einmal über das Verhältnis der AfD zum Extremismus. Am Montag dieser Woche griffen Mitglieder der sogenannten Identitären Bewegung, die der AfD-Bundestagsabgeordnete Bistron gern als Vorfeldorganisation der AfD bezeichnet, in einer bundesweit konzertierten Aktion zahlreiche Medien und Parteibüros in ganz Deutschland an. Eine Mitarbeiterin der Tageszeitung Taz wurde von Rechtsextremisten bedrängt und verletzt. Der Staatsschutz ermittelt wegen Hausfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung. Meine Damen und Herren, dieser Angriff auf Journalisten und Zeitungsredaktionen ist absolut inakzeptabel. So etwas darf es nicht geben. Und ich füge hinzu, ich habe von der AfD dazu kein einziges Wort der Kritik gehört. Und mit ihren teils offen rassistischen Äußerungen, mit nationalistischen und geschichtsrelativierenden Aussagen ihrer Mitglieder und Funktionäre, mit immer neuen Grenzüberschreitungen versuchen sie, die Grenzen dessen, was in diesem Land gesagt und getan werden darf, Stück für Stück nach rechts zu verschieben. Und hier füge ich hinzu, vor allem auch die Unionsfraktion darf sich nicht dazu verleiten lassen, diesen Wettbewerb mitzumachen. Sie kann und wird ihn nicht gewinnen. Die AfD sät Hass gegen Minderheiten, sie hetzt gegen Andersaussehende und Andersliebende. Und das ist übrigens ein Grund, warum Menschen vor Parteitagen der AfD demonstrieren, wie am letzten Samstag, trotz teils heftigem Regen, fast 1.500 in Riesa. Auch dort wurden linke Krawalle von Ihnen geradezu herbeigeredet. Es gab ein riesiges Polizeiaufgebot. Es wurde innerstädtischen Händlern von offizieller Seite sogar geraten, ihre Läden zu schließen. Die Demo ging letztlich mitten durch die Fußgängerzone, eine Einkaufsstraße, wo die meisten Geschäfte zum Glück geöffnet waren. Passiert ist nichts, absolut gar nichts, weil Sozialdemokraten, Grüne, Linke, Kirchenleuten und Antifaschisten völlig friedlich demonstrierten.
Doch halt, einen Zwischenfall gab es. Vor dem Tagungsort der AfD, wo die Reden der Gegendemonstranten stattfinden sollten, kamen plötzlich zwei schwarz gekleidete Gestalten hinzu. Einer hob die Hand zum Hitlergruß, ein anderer soll ein T-Shirt mit Hakenkreuz unter der Jacke getragen haben. Und dass das einige Demonstranten empörte, ist nachvollziehbar. Und die Polizei bekam die Situation aber schnell in den Griff. Ja, auch wenn Sie es nicht gerne hören wollen, nicht linke Extremisten haben dort provoziert, sondern Leute direkt aus dem Umfeld Ihres AfD-Parteitages. Auch dazu von Ihnen kein Wort der Kritik. Wir als Linke haben uns dagegen sofort und entschieden distanziert vom Angriff auf den AfD-Abgeordneten Magnitz. Herr Kollege Hahn, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nö, das möchte ich jetzt nicht. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, wir haben uns klar distanziert vom Angriff auf Ihren Abgeordneten. Der ist auch durch überhaupt nichts zu rechtfertigen. Ich füge aber auch hinzu, es ist auch schwer hinnehmbar, wie die AfD diesen Vorfall massiv für ihre politischen Zwecke ausschlachtet. Da war von einem Mordanschlag die Rede, obwohl die Videoaufnahmen zeigten, was tatsächlich passiert ist. Parteichef Meuthen sprach von Linksterror, obwohl bis zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht klar ist, ob die Tat überhaupt politisch motiviert war. Und reden wir doch mal über das Verhältnis der AfD zum Rechtsstaat. Da erlaube ich mir doch den Hinweis, dass es gegen fast 10% aller AfD-Abgeordneten bundesweit strafrechtliche Ermittlungen gab oder gibt. Da geht es etwa um Körperverletzung, um Volksverhetzung, um Beleidigung. Meine Damen und Herren, wir können wirklich von Glück reden, dass die Kriminalitätsrate in der Bevölkerung nicht annähernd so hoch ist wie die in der AfD. Und reden wir schließlich über Menschen, die alltäglich Hetze und Gewalt befürchten oder erleben müssen. Im Jahr 2018 gab es weit über 100 Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und fast 1500 Angriffe auf Asylsuchende außerhalb ihrer Unterkünfte. Und es ist nicht zuletzt die AfD und ihre Hilfstruppen, die dafür mitverantwortlich sind. Und es ist leider auch Innenminister Seehofer, der mit höchst fragwürdigen Äußerungen der AfD in die Hände spielt. Wer beim Thema Asyl ständig eine neue Sau durchs Dorf treibt, wer die Migration zur Mutter aller Probleme erklärt, der trägt zu einer weiteren Spaltung in unserer Gesellschaft bei. Und damit muss Schluss sein. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Herz statt Hetze. Das sollte unser aller Motto sein, und deshalb werden wir als Linke weiterhin konsequent jeden gewaltfreien Widerstand gegen die Politik der AfD unterstützen. Herzlichen Dank. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken war das André Hahn. Und die nächste Rednerin kommt von den Bündnisgrünen. Sie ist die innenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, Irene Mihalic. Die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, die AfD hat mal wieder tief in die Zahlenkiste gegriffen und sich dabei genau das rausgepickt, was ihr am besten in den Kram passt. Herausgekommen ist ein Antrag, ein wildes Sammelsurium aus einzelnen Vorgängen, jeder Menge Polemik und Halbwahrheiten. Das alles hat mit einem ernsthaften Ringen um die beste politische Lösung nicht das Geringste zu tun. Ihnen geht es hier um pure Stimmungsmache. Dabei bestreitet niemand, dass wir es mit einer viel zu hohen Zahl an politisch motivierten Straf- und Gewalttaten zu tun hatten. Und damit haben wir uns auch hier im Parlament schon intensiv beschäftigt, wenn ich mal an die Debatten zu Chemnitz erinnere oder auch zu den Blockupy-Protesten in Frankfurt in der letzten Wahlperiode. Aber Ihre Darstellung, wir hätten es nahezu ausschließlich mit einer linksextremistischen Bedrohung zu tun, ist völlig absurd und entbehrt jeder Grundlage. Allein schon Ihre Ausgangsfeststellung im Antrag. Die zunehmende Gewalt von Linksextremisten ist schlichtweg falsch. Wenn Sie schon Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik anführen, dann wäre es gut gewesen, wenn Sie da mal etwas genauer hingeschaut hätten. Gerade von Ihnen, Herr Hess, Sie sind Polizeibeamter, hätte ich etwas mehr Sachkenntnis im Umgang mit der polizeilichen Kriminalstatistik erwartet. Aber ich helfe Ihnen da gerne weiter. Der Höhepunkt linksextremer Gewalttaten war das Jahr 2015. Das schreiben Sie ja auch in Ihrem Antrag.
Aber diese Zahl von 2.246 Taten wurde danach und selbst im Jahr 2017, dem Jahr des G20-Gipfels in Hamburg, nicht mehr annähernd erreicht. Und wenn man genauer in die Zahlen zu den Gewalttaten schaut, dann kommt man zu weiteren Differenzierungen, die Ihr Antrag im Übrigen nicht im Entferntesten widerspiegelt. So gibt es vor allem in den Jahren 2016 und 2017 jeweils deutlich mehr Körperverletzungen aus dem Bereich politisch motivierte Kriminalität rechts als links. 2016 gab es 916 Körperverletzungen durch Linksmotivierte, aber 1.393 durch rechtsmotivierte Täter. 2017 hatten wir 661 Körperverletzungen links, aber 961 rechts. Und die Zahlen für 2018, die wir Grünen mit Stand Oktober abgefragt hatten, bestätigen diesen Trend. Da hatten wir nämlich 224 Körperverletzungen links, aber 557 rechts. Sie sehen also, dass es nicht besonders aussagekräftig ist, einfach nur die Gesamtzahl gegeneinander aufzurechnen. Man muss sich schon wirklich die Details anschauen. Dann sieht man nämlich auch, dass Landfriedensbruch, das hauptsächliche Deliktsfeld von Linksextremisten, in der PMK-Statistik als Gewalttat bewertet wird, aber Bedrohung und Nötigung zum Beispiel nicht. Aber in diesem Deliktsbereich gibt es ein deutliches Übergewicht von rechtsmotivierten Taten. Aber Differenzierungen, das habe ich inzwischen verstanden, ja, sind ja nicht so Ihr Ding. Sie haben es ja eher mit Gesamtzahlen. Und dann habe ich in dem Zusammenhang noch was für Sie. In Ihrem Antrag nennen Sie die Steigerung im Bereich Linksextremismus von 3.229 auf 6.393 erfasste Straftaten zwischen 2012 und 2017. Aber was Sie nicht sagen ist, dass Rechtsextreme jährlich 20.000 Straftaten verüben und im Jahr 2016 waren es sogar 22.471. Ja, wo bleibt denn da die Einordnung? Ganz zu schweigen von den politisch motivierten Tötungsdelikten, und da schweigen Sie ganz laut. Und Sie wissen auch ganz genau, warum. Uli Grötsch hat es vorhin angesprochen. Jedes Opfer ist eines zu viel. Darin sind wir uns hier hoffentlich alle einig. Wenn man sich aber die unterschiedlichen Phänomenbereiche in den letzten Jahrzehnten anschaut, dann ist es eben hochrelevant, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in den offiziellen Zahlen sind die 10 Mordopfer des NSU ja noch nicht einmal aufgeführt, ja, weil sie eben falsch eingeordnet worden sind. Und auch die 9 Todesopfer des Münchner Amoklaufs werden bis heute nicht als Opfer eines rechtsmotivierten Täters eingestuft, obwohl ein Gutachten, das sogar die Stadt München dafür eigens in Auftrag gegeben hat, den rechtsmotivierten Hintergrund glasklar belegt. Und allzu oft wird ein rechtsextremistisches oder ein rechtsmotiviertes Tatmotiv von den Behörden in irgendeiner Art und Weise wegdefiniert oder irgendwelchen verwirrten Einzeltätern zugeschrieben. Das erleben wir aktuell zum Beispiel wieder beim Attentäter von Bottrop. Nein, meine Damen und Herren, wir müssen uns auch mit Blick in die Geschichte keine Sorgen machen, dass sich unsere Sicherheitsbehörden irgendwie zu wenig mit dem Linksextremismus, aber dafür vielleicht zu intensiv mit dem Rechtsextremismus befassen. Auch der aktuelle Verfassungsschutzbericht weist zum Beispiel 22 linksextreme Gruppierungen aus und beobachtet dagegen im Bereich Rechtsextremismus gerade einmal 10. Also da wird schon sehr deutlich, wo sehr genau hingeschaut wird und wo vielleicht eher nicht. Also ersparen Sie uns doch bitte Ihre dilettantischen, auf gefährlichem Halbwissen basierenden Anträge. Wir dürfen natürlich niemals zufrieden sein. Wir müssen alles tun, um... Ich gestatte keine Zwischenfrage. Ich komme nämlich jetzt zum Schluss. Wir dürfen natürlich uns nicht damit zufrieden geben und müssen wirklich alles tun, um jede extremistische Gewalt in die Schranken zu weisen. Aber das tun wir selbstverständlich am besten, indem wir auch unsere politischen Entscheidungen oder versuchen, mit unseren politischen Entscheidungen das gesellschaftliche Klima positiv zu beeinflussen. Und dazu gehört eben Zusammenhalt statt Spaltung und Toleranz statt Ausgrenzung. Darum muss es hier gehen. Ganz herzlichen Dank. Irene Michalitsch war das für die Bündnisgrünen. Der nächste Redner hier in der Debatte um das Vorgehen gegen Linksextremismus ist Marian Wendt von der CDU. CSU ist Mitglied im Innenausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist fast rührend. Die Lieblingsbeschäftigung der AfD, die Wiedergabe der Kreml-Propaganda, musste der vermeintlichen Sorge um Extremismus weichen. Die AfD hatte zu diesem Top
ein Russland-Pamphlet durch einen diffusen Text zum Linksextremismus ersetzt. Das Ziel ist klar, die AfD lässt keine Gelegenheit aus, um sich als Opfer zu stilisieren. Dabei ist sie selbst ein Prüffall für den Verfassungsschutz und Jens Mayer, der selbsternannte kleine Höcke, wurde zu Recht aus meiner Sicht wegen rassistischer Beleidigung auf ein Schmerzensgeld in Höhe von 15.000 Euro verurteilt. Ich denke, die Demokratie und der Rechtsstaat muss nicht nur vor den linken Gewalttätern, sondern vor allem auch vor der AfD geschützt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihr Antrag spekuliert darauf, Bund und Länder würden den Linksextremismus vernachlässigen. Ganz frisches Beispiel, warum das nicht stimmt. Vor wenigen Tagen wurde Durchsuchung des Black Triangle in Leipzig durchgeführt. Dies ist einzig und allein dem engagierten Einsatz der sächsischen sowie der Bundespolizei zu verdanken. De facto wurde damit das Objekt geräumt. Wir gehen konsequent mit unseren Einsatzkräften gegen Linksextremismus vor. Ihnen gilt Respekt und Anerkennung. Der Linksextremismus ist eine Plage, die es nicht nur verbal zu verurteilen, sondern mit jedem rechtsstaatlichen Mittel zu bekämpfen gilt. Er greift die freiheitlich-demokratische Grundordnung und somit unser Gemeinwesen an. Das Bundesamt für Verfassungsschutz registriert die Ausweitung der Ziele, der Handlungsfelder des Linksextremismus und auch die Zahl der Aktiven im linksextremistischen Milieu. Das linksextremistische Personenpotenzial ist 2017 um knapp 4% auf insgesamt 19.500 Personen angewachsen. Der Zuwachs an gewaltorientierten Linksextremisten betrug dabei 6%. Körperverletzung, Brandstiftung, Sachbeschädigung, Blockaden, Landfriedensbruch, Angriffe auf Polizeibeamten, das sind nur einige der gefährlichen Aktivitäten von Links. Die Täter, Antiglobalisten, Antifaschisten, Antikapitalisten, selbsternannte Antirassisten, alle möglichen Splittergruppen, trotzkistische Sekten, kurzum gewaltbereite Antidemokraten. Und wir müssen regelmäßig vor diesen Gefahren gewarnt werden und dagegen vorgehen. Und deswegen ist es ein Verdienst des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die sich hier engagiert dem Kampf gegen Links stellen. Und es ist ein Verdienst der CDU-CSU-Fraktion, die dieses auch ohne die AfD in all den Jahren immer wieder thematisiert hat und hier vor dem Plenum vorgetragen hat. Den neuen Präsidenten Haldenwang wünsche ich für seine kommende Zeit und seine Aufgabe alles Gute. Wir werden gemeinsam den Kampf gegen Extremisten fortsetzen. Und meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat auch in letzter Zeit bereits viel getan, um linksextremistische Aktivitäten im Internet und in den sozialen Medien zu bekämpfen. So wurde unter Thomas de Maizière die Webseite Links unten in die Media bereits im August 2017 verboten. Das muss weitergehen. Wir unterstützen diesen Weg. Und ich sage auch, meine Damen und Herren, für ein konsequentes Vorgehen gegen linksextremistische Webseiten sind auch die Länder mitverantwortlich. Hier braucht es eine stärkere, noch stärkere Zusammenarbeit, koordiniert durch den Bund, um dieser Plage, wie gesagt, Herr zu werden. Meine Damen und Herren, die Bekämpfung des Linksextremismus ist ein zentrales Anliegen der Union. So konnten wir im Koalitionsvertrag unsere genuine Forderung nach nachhaltiger Absicherung von qualitativ guten Programmen zur Demokratieförderung und Extremismusprävention sowie den Ausbau unserer erfolgreichen Programme unter anderem gegen diesen Art von Extremismus verankern. Herr Wendt, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hampel? Immer zu. Armin Paul Hampel, der außenpolitische Sprecher der AfD. Stimmen Sie mir zu, dass Sie nach wie vor die Seite in die Media links unten und andere ähnliche Seiten mit dem gleichen Inhalt heute nach wie vor im Internet finden, Nummer eins? Und können Sie mir sagen, warum Sie seit Jahren in der Regierungsverantwortung nichts gegen diese Seite unternommen haben, obwohl dort Terroranschläge verurteilt worden, Mordaufrufe, selbst an Ihren Parteifreund in der Berliner CDU Mordhetze betrieben worden ist, Mordaufrufe erfolgt sind? Können Sie mir sagen, warum Sie so viele Jahre überhaupt gebraucht haben, um da einen Staatsanwalt aktiv werden zu lassen? Und stimmen Sie mir zu, dass die Seiten nach wie vor zu lesen und zu empfangen im Internet sind? Herr Hampel, wir haben die Seite Thomas de Maizière, hat die Seite links unten in die media.de im letzten Jahr verboten. Sie ist gelöscht von deutschen Servern. In einem Rechtsstaat, der unser Land nun einmal darstellt, können wir nicht auf die Server in anderen Ländern zugreifen. Wir können das durch Kooperation machen, und da sind wir dabei.
aber wir können nicht, wie Ihnen das vielleicht vorschwebt, die Kavallerie schicken oder einfach einmarschieren und einfach die Server kaputt machen. Dazu braucht es einen Rechtsstaat. Das mag Ihnen nicht schmecken, aber so funktioniert es in unserem Land. Und diesen Weg werden wir konsequent weitergehen, den rechtsstaatlichen Weg. Und dort, wo diese Dinge im Ausland lagern, werden wir Entsprechendes tun. Sie können ja Herrn Putin vielleicht mal fragen, ob er zu dieser Kooperation bereit ist. Ich glaube, viele, sehr viele Server, die unsere Sicherheit bedrohen, stehen in diesem Land. Und dann wäre uns sehr geholfen. Vielen Dank. Und damit bin ich beim Punkt, es hilft nicht nur nach Verboten zu suchen. Nein, wir müssen auch weiterhin die Befugnisse der Sicherheitsbehörden stärken. Es braucht Quellen-TKÜ, es braucht Online-Durchsuchen, es braucht Verantwortung von Internet- und Mobilfunkprovidern, um die Ermittlungen gegen Links- und Rechtsextremisten weiter zu unterstützen. Aber ich sage auch grundsätzlich an uns alle gerichtet, das probate Mittel gegen Links, ja gegen jede Art von Extremismus, ist die Stärkung der Mitte. Der Rechtspopulismus der AfD hilft hier nicht, er ist sogar schädlich. Rechtsgerichtete Parolen, eine vermeintlich konservative Hetze feuern die Linksextremisten nur an. Rechts mobilisiert links und umgekehrt, so entsteht Extremismus. Eine starke Mitte hingegen, die heute nur die Unionsfamilie darstellt, ist einzig und allein in der Lage, den Links- und Rechtsextremismus politisch zu neutralisieren. Lassen Sie uns deshalb den Antrag der AfD ablehnen und vielmehr die Politik der Bundesregierung in Bekämpfung des Linksextremismus unterstützen. Vielen Dank. Marian Wendt, der eine Zwischenfrage von der AfD zuließ. Und die nächste Rednerin hier in der Debatte ist Linda Teuteberg. Sie ist unter anderem Obfrau im Innenausschuss für die FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist richtig und notwendig, Linksextremismus in Deutschland zu bekämpfen. Es gibt ein Problem mit linker Gewalt, mit extremistischen Strukturen und Organisationen in den sogenannten alternativen Milieus. Und da ist nichts aufgebauscht, wie Frau Schwesig mal meinte, man muss nur hinsehen. Der demokratische Rechtsstaat darf auf keinem Auge blind sein, nicht auf dem Rechten und auch nicht auf dem Linken. Für Parteien ist dieser Anspruch zwar wünschenswert, aber nicht verpflichtend. Anders kann man sich nicht erklären, dass die AfD einerseits über linken Extremismus sich beschwert, aber gleichzeitig über rechte Netzwerke und extremistische Äußerungen in den eigenen Reihen großzügig hinwegsieht. Allerdings würde ich mir wünschen, dass auch auf der linken Seite des Hauses genauso auf extremistische Entwicklungen in der linken Szene geblickt wird. Dass man sich nicht wie bei Krawallen in Hamburg noch als Schutzmacht vor linke Gewalttäter stellt. Ich erinnere da an bürgerkriegsähnliche Szenen in Hamburg. Wer hier auf dem linken Auge blind ist, der verliert auch an Glaubwürdigkeit, wenn er zu Recht rechten Extremismus kritisiert. Es gibt keine ethische Überlegenheit einer Variante des gewaltbereiten Extremismus über die andere. Und wer über die rechtsextremen Entwicklungen reden will, der darf über Linksextremismus nicht schweigen. Dazu muss man sich zum Beispiel nur die Nähe der Roten Hilfe, vor allem zur Linkspartei, anschauen. Eine Organisation, die Linksextreme vor Gericht unterstützt, gegen die Auflage, dass diese im Anschluss ihren militanten Kampf gegen unsere Republik fortsetzen und nicht mit den Behörden kooperieren. Aus gutem Grund wird inzwischen darum auch ein Verbot der Roten Hilfe geprüft. Die Behörden sind hier eben nicht einäugig, einige parteipolitische Akteure schon. Und es gibt wahrlich viele Dinge, die bei unseren Sicherheits- und Nachrichtendiensten besser funktionieren könnten. Und darüber sprechen wir mit bedauerlicher Regelmäßigkeit im Innenausschuss und manchen Untersuchungsausschüssen. Aber ein Ungleichgewicht in der Aufmerksamkeit gegenüber Links- oder Rechtsextremismus kann ich da nicht erkennen. Und dass Linke und Rechte wechselseitig genau das beklagen, bestätigt eher, dass dann, wenn Extremisten aller Farben sich ungerecht behandelt fühlen, manches doch richtig gemacht wird. Vor aller Diskussion allerdings um Prüfungen oder gar Verbote als Ultima Ratio des Rechtsstaates steht unsere Verantwortung aber, mein Kollege Benjamin Strasser hat es betont, dafür, wie wir diskutieren und handeln. Und zwei Grundsätze sind dabei wichtig. Gegen andere Antidemokraten zu sein, macht einen selbst noch nicht zum Demokraten. Dazu gehört mehr. Und das Gewaltmonopol des Staates und die Durchsetzung des Rechts sind nicht relativierbar ohne Wenn und Aber. Vielen Dank. Frau Teuteberg, gestatten Sie, jetzt ist es eigentlich zu spät, eine Zwischenbemerkung von Herrn Nolte?
von der AfD? Klar. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Bemerkung zulassen. Sie haben viel Richtiges über Linksextremismus gesagt, aber auch Falsches über die AfD. Auf der Seite vom Verfassungsschutz kann man nachlesen, dass in die Bewertung unserer Partei auch der Umstand mit eingeflossen ist, dass wir uns von klar extremistischen Personen und Personenzusammenschlüssen distanzieren. Haben Sie das nicht gewusst oder haben Sie das hier mit Absicht weggelassen? Jan Nolte von der AfD. Kollege, jeder von uns kann hier seine Auffassung zum Ausdruck bringen. Sie Ihre, ich meine. Vielen Dank. Ui, das war auch eine klare, aber sehr knappe Antwort von Linda Teuteberg. Der nächste Redner hier in der Debatte kommt von der CDU-CSU, Hans-Jürgen Irmer. Hochverehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zur DNA der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, und das gilt für jeden einzelnen Abgeordneten im hessischen, aber auch in allen anderen bundesdeutschen Landtagen, gehört es, Extremismus gleich welche Art zu bekämpfen. Ob Rechtsextremismus, Linksextremismus oder Islamismus spielt überhaupt keine Rolle. Extremismus ist immer schlecht per se, und deshalb muss er bekämpft werden, konsequent. Meine Damen und Herren, was in unserer Gesellschaft leider zumindest partiell fehlt, ist der antitotalitäre Grundkonsens, wonach gegen Extremisten jedwelcher Farbe mit derselben Konsequenz und nach denselben Maßstäben vorzugehen ist. Es ist für die weitere Entwicklung der Demokratie ein gefährliches Spiel, wenn eine Spielart des Extremismus unter Artenschutz gestellt und verharmlost wird. Lieber Kollege Grötsch, bei aller großen Wertschätzung persönlicher Art, wenn Sie sagen, der Linksextremismus ist im Prinzip weniger gefährlich als der Rechtsextremismus, dann ist das schon eine Art Relativierung, die ich nicht akzeptieren kann. Und dem Opfer ist es völlig egal, ob es aus rechtsradikalen oder linksradikalen Motiven heraus attackiert worden ist. Und im Übrigen, Kollege Hahn, es ist ja bezeichnend, dass Sie zwar zum Rechtsextremismus etwas gesagt haben, was im Grunde per se ja auch richtig ist, aber Sie haben zum Thema Linksextremismus bezeichneterweise nichts gesagt. Und leider ist das Thema Linksextremismus ein beredtes, aktuelles Thema. Ich nehme das Thema Hambacher Forst, ich nehme das Thema G20 Hamburg und ich nehme auch das Thema EZB Frankfurt. Und meine Damen und Herren, wenn Sie dort persönlich als Familie betroffen sind, weil eine Tochter bei dieser Demonstration als Polizeibeamtin im Einsatz war, dann werden Sie manches anders bewerten, als theoretisch von außen stehend betrachtet. Dann schauen Sie den ganzen Tag Fernsehen, um zu schauen, was passiert denn möglicherweise mit den Polizeibeamten, mit dem eigenen Kind, was passiert mit den Hilfskräften, die Menschen zu Hilfe rufen mussten, weil sie von linken Störern attackiert worden sind, als Feuerwehrkameraden, als Hilfsorganisation der Weißen Hilfsdienste und anderes mehr. Das geht nicht. Und wenn man dann mal schaut, welches Waffenarsenal dort zur Verfügung stand, dann will ich Ihnen nur einige Beispiele nennen. Rohrbomben, Stromfallen, Strommasten umgesägt, Sprengsätze, Molotow-Cocktails, Leuchtraketen, Eisenstangen, Grillen, Steine, Gullis, Flaschen, Hakenkrallen, Böller, Zerstechen von Reifen, Lösen von Radmuttern, Abfackeln von Autos. Meine Damen und Herren, hat sich jemand von diesen Hirnlosen einmal Gedanken darüber gemacht, dass unter jeder Uniform ein Mensch steht, ein Familienvater, eine Mutter, die nichts anderes machen, als für die Sicherheit und Freiheit in diesem Staat einzutreten, für unsere Freiheit, für unsere Sicherheit? Hat sich jemand von diesen einfach mal Gedanken darüber gemacht, was aus einem schwer verletzten Polizeibeamten wird, der in jungen Jahren aus Verletzungsgründen den Dienst quittieren muss und mit einer reduzierten Pension auskommen muss? Hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, was es für eine vierköpfige Familie bedeutet, wenn ihr mühsam erarbeitetes Auto abgefackelt wird? Hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, was es für einen kleinen Ladenbesitzer bedeutet, wenn seine Hütte in Anführungsstrichen abgefackelt wird und er vor der vernichteten Existenz steht, ausgerechnet von denen, die angeblich den kleinen Mann vertreten, die gegen das Großkapital sind, die Globalisierung der Weltpolitik? Nein, meine Damen und Herren, so weit reicht der Verstand dieser Leute nicht. Und wenn ich im Umfeld dieser Demonstrationen
mir mal einige aufgetauchte Flugblätter anschaue, dann zitiere ich nur 4, 5 Sätze aus diesen Flugblättern, die zeigen, wie enthemmt diese Menschen sind auf der linksradikal-linksextremistischen Seite. Flugblätter, ich zitiere, erstens, die Bullen sind Schweine. Zweitens, ein Dutzend Lanzen könnten eine Demospitze erfolgreich vor anstürmenden Polizisten schützen. Drittens, völlig unterrepräsentiert sind derzeit die Zwillen. Schüsse direkt auf die Cops dürften psychologisch wertvoll sein, da diese erhebliche Schmerzen verursachen. Viertens, jeder physische Angriff auf Staat und Kapital und sei es nur das Anspucken eines Bullen, ist ein kleiner Riss in der demokratischen Unterdrückungskultur. Und das Letzte, besonders gut und effektiv können wir uns für die Zukunft Seide vorstellen, um unsere Demos zu schützen. Genau das ist im Übrigen in Frankfurt passiert. Und dann, meine Damen und Herren, dann kommt eine SED-Nachfolgepolitikerin wie Katja Kipping und erklärt am Beispiel Hamburg, wir hätten dort eine marodierende Polizei, meine Damen und Herren. Und Frau Kollegin Mihalic spricht davon, dass die Hamburger Polizei zur Eskalation erheblich beigetragen habe. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie sich vor die Polizei stellen und Ihnen Dank und Anerkennung für Ihre geleistete Arbeit aussprechen. Das wäre Ihre Arbeit gewesen und nicht die Arbeit in letzter Konsequenz zu desavouieren, meine Damen und Herren. Ich möchte im Namen dieses Hauses, zumindest im Namen meiner Fraktion, allen Polizeibeamten herzlichen Dank und Anerkennung sagen für das, was sie jeden Tag für unsere Sicherheit leisten. Herzlichen Dank. Hans-Jürgen Irmer war das von der CDU-CSU. Es geht hier um das Vorgehen gegen Linksextremismus. Der nächste Redner kommt von der SPD, Helge Lindt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie gaben mir gerade das Stichwort mit Ihrer Rede. Sie sprachen über die Situation von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Am 24. Dezember, also ausgerechnet am Heiligen Abend, rief in meiner Stadt Wuppertal die rechtsextremistische Partei Die Rechte zu einer Demonstration auf. Und Thema der Demonstration war, unverhohlen eine Attacke seitens der Rechten gegen die Polizei, die angeblich bei Demonstrationen der Rechte zu scharf vorgegangen sei und ihr Demonstrationsrecht unterbunden hätte. Wer war denn versammelt bei der Gegendemonstration? Ich war da, viele Mitglieder des mittigen bis linken Spektrums, aber Politikerinnen und Politiker der AfD waren nicht gegenwärtig. Wenn es Ihnen so wichtig wäre, für die Polizei sich einzusetzen und gegen Extremismus zu kämpfen, hätten Sie in erster Reihe an diesem Tag stehen müssen, erst recht am 24. Dezember. Aber niemand von Ihnen war da. Niemand. Deshalb glaube ich, ist es jetzt Zeit, einmal ganz nüchtern und aufklärend hier zu wirken. Und ich nehme drei Stichworte. Das erste Stichwort ist Instrumentalisierung, dann, wenn die Zeit es auch zulässt, Statistikspiele. Und das dritte ist das Klima, denn Extremismus wird aus einem Klima hervorgebracht. Zum Ersten Instrumentalisierung. Sie erwähnten vorhin, dass einige Politikerinnen und Politiker, unter anderem auch meine Kollegin Högel, einen Aufruf unterzeichnet hätten gegen die AfD. Ich muss sagen, dass mich das stolz macht. Denn das steht in bester Tradition der Sozialdemokratischen Partei, die sich immer, auch unter größten Beschwernissen, gegen Populismus und gegen Extremismus gewandt hat. Zum Zweiten haben Sie das aber eben begründet, Herr Hess, damit, dass das ein Aufruf war, der gegen unsere Partei gerichtet ist. Und da sind wir beim Thema Instrumentalisierung. Es geht doch gar nicht um Extremismus. Es interessiert Sie Extremismus nur insofern und auch Linksextremismus nur insofern, wenn es gegen Sie geht, wenn es gegen Sie gerichtet wäre. Wenn es gegen andere gerichtet wäre, würde Sie das Thema überhaupt nicht interessieren. Und gerade deswegen... Herr Lindt, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung eines Kollegen von der AfD? Jetzt nicht, vielleicht im Fortlauf noch, aber ich möchte in meinem Fluss weiterkommen. Sehr geehrte Damen und Herren, Geißel der Instrumentalisierung, die haben Sie gar nicht erfunden, ist, dass man das eine mit dem anderen verrechnet. Linksextremismus, Rechtsextremismus mit Fundamentalismus. Und die AfD hat doch immer erklärt, sie wolle sich gegen die Altparteien und gegen solche
in Ihrem Jargon wahrscheinlich Umtriebe, wenn. Und was Sie machen, ist ja genau zutiefst altparteiisch dann, indem Sie klassische und nicht die schönsten Spiele der Politik spielen und selber das eine gegen das andere ausspielen wollen. Das ist doch gerade dumm, und Sie machen damit das Beste für Politikverdrossenheit und das Wenigste, um Demokratie in diesem Land zu stärken. Instrumentalisierung ist deshalb aber auch das Stichwort, weil Ihr Antrag genau in einem Zeitpunkt kommt, wenn bekannt wird, dass gegen die AfD ein Prüfprozess beim Bundesamt für Verfassungsschutz eingeleitet wird und dass als Verdachtsfall die Junge Alternative, die JA, und auch die Strömung der Flügel eingeschätzt wird. Eine komische zeitliche Inzidenz, würde ich sagen. Sehr auffallend. Dabei sollten Sie eigentlich dem Präsidenten des Bundesamtes dankbar sein, denn er hat sehr differenziert und sehr aufklärend Ihnen den Gefallen getan, zu sagen, dass Sie erst Prüffall sind und noch nicht Verdachtsfall, aber es kann noch schlimmer kommen, befürchte ich. Des Weiteren weise ich auch darauf hin, dass, wenn Sie von Linksextremismus hier so deutlich sprechen, unlängst die Landtagsabgeordneten Beckamp und Till Schneider bei der Identitären Bewegung in Halle aufgetreten sind und darüber diskutiert haben, wie sich denn die AfD vor Verfassungsschutz schützen könne. Das sind alles seltsame Vorgänge, wenn man sich doch so gegen Linksextremismus einsetzen will. Und dann finde ich in Ihrem Antrag auch noch folgende Bemerkung. Sie fordern unter drittens eine Kommission aus Sicherheitsexperten und Linksextremismusforschern, die dafür sorgen solle, dass aufgeklärt wird, dass eine so zunehmende Salonfähigkeit, ich zitiere, von Linksextremismus entgegengewirkt werden kann. Und weiter steht da, es soll die Bundesregierung Maßnahmen zur erhöhten medialen Aufklärung ergreifen und ein starkes Demokratieverständnis wieder fester in der Mitte der Gesellschaft verankern. Jetzt frage ich mich, wenn wir dieselben Forderungen Sie betreffend erhoben hätten, was meinen Sie, was Sie für einen Aufruhr veranstaltet hätten? Und zum Zweiten frage ich, was ist das für ein Demokratiebild? Sie berufen sich doch darauf, dass Sie die Stimme des Volkes und der Bevölkerung seien. Und jetzt unterstellen Sie derselben Bevölkerung, sie sei nicht scharf genug gegen den Linksextremismus und sie brauche ein stärkeres Demokratieverständnis. Das ist unpatriotisch. Ich kann das nicht nachvollziehen. Des Weiteren, und das ist auch im Bereich Instrumentalisierung, damit komme ich jetzt zur Statistikfrage, weisen Sie darauf hin in Ihren Forderungen, dass wir einen explodierenden Linksextremismus hätten. Wenn wir aber in die Zahlen gehen, gibt das Spiel gar nicht her, sondern es ist differenziert. Die Zahl der rechten Taten ist sehr hoch, in der Tat, da haben Sie recht, weil sehr viele davon Propagandadelikte sind, die es so auf der linken Seite nicht gibt. Aber, und das erwähnen Sie nicht, die Zahl der linken Taten ist besonders hoch durch den einmaligen Faktor des Landfriedensbruches angesichts des G20-Gipfels. Auch die Tatsache muss man erwähnen. Und wenn man das beides ausblendet und sich zum Beispiel die Körperverletzung anguckt, dann haben wir im Jahre 2017 Zahlen des Bundesamtes für Verfassungsschutz, berufend sich auf das BKA, 904 Körperverletzungen rechtsextremistisch und 499 linksextremistisch. Das ist zumindest nicht der Ausweis dessen, dass der Linksextremismus das wesentlich größere Problem als der Rechtsextremismus sei. Deshalb rate ich allen hier, beenden wir diese Spiele des Gegeneinander-Ausspielens von Linksextremismus und Rechtsextremismus. Es geht auch nicht darum, wer Aufrufe gegen welche Partei formuliert und dass man deswegen sich plötzlich gegen Extremismus wehrt. Denn Extremismus ist keine Linke, keine sozialdemokratische, keine Grüne, keine Liberale, keine christdemokratische, keine alternativ deutsche Frage, sondern es ist eine Frage des Selbstverständnisses dieses Landes und dieser Demokratie. Und wenn es Ihnen wirklich um diese Demokratie in diesem Land geht, dann würden Sie nicht tagtäglich für ein Klima sorgen, das jede Form von Extremismus fördert in diesem Land, sondern Sie würden in einem Akt des Patriotismus für unser aller Vaterland in Ihren eigenen Reihen aufräumen und endlich den grassierenden Rechtsextremismus im Umfeld der AfD bekämpfen. Das wäre die richtige Tat. Vielen Dank. Helge Lind war das für die Sozialdemokraten und einen Redner haben wir hier noch in der Aussprache zu diesem Antrag der AfD-Fraktion. Jetzt gibt es aber erst noch eine Kurzintervention aus den Reihen der AfD. Ja.
Vielen Dank, Herr Präsident. Kollege Lindt, zunächst einmal finde ich es bemerkenswert, dass ein Mitglied Ihrer Partei, ein ehemaliger Polizeibeamter, sich hier allen Ernstes hier vorne hinsteht und den Linksradikalismus und den Linksextremismus verharmlost. Die Polizisten in diesem Land, ihre Angehörigen, die werden wissen, wie sie das zu bewerten haben. Und im Übrigen bin ich doch sehr erstaunt, dass die CDU hier nicht entsprechend interveniert. Ich finde es schon befremdlich, mit welchen Leuten Sie hier eine Regierungskoalition machen. Herr Lindt, Sie haben uns unterstellt, es ging uns um uns selbst. Nein, es geht uns nicht um uns selbst. Linksterroristen legen in stetiger Regelmäßigkeit deutsche Innenstädte in Schutt und Asche. Betroffen davon sind nicht nur Polizeibeamte, sondern es sind auch und vor allem davon betroffen unbeteiligte Bürger. Beispiele sind vorher schon von Seiten der CDU genannt worden. Und verstehen Sie, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen und auch zu verstehen, dass Linksextremismus genau aufgrund dieser Tatsache eine massive Gefahr für unsere Demokratie, für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft darstellt und dass es eben nicht um uns selbst geht bei diesem Antrag. Es zuhören hilft manchmal der Erkenntnisfindung. Ich habe eben offensichtlich bei Ihnen nicht erfolgreich 6 Minuten plädiert, dass wir dieses Spiel beenden. Linksextremismus böser als Rechtsextremismus. All das ist mir völlig fremd. Ich habe Berge von Bedrohungen von rechtsextremistischer Seite, einige auch von linksextremistischer. Das ist so, wenn man innenpolitisch und migrationspolitisch tätig ist. Aber wenigstens die von links haben mir noch nicht mit Aufhängen und Kopfabschlagen gedroht. Das ist immerhin ein zivilisatorischer Unterschied. Ich selber aber halte dieses Gegeneinanderverrechnen für einfach dumm und unklug. Und wenn Sie, wie Sie das ja einmal gemacht haben, beim Änderungsantrag zum Haushalt die Streichung der Mittel des Bundesamtes für Verfassungsschutz auf Null fordern, weil Sie nicht in Gremien entsprechend berücksichtigt worden, dann haben Sie da leider gezeigt, dass es Ihnen um Sie geht. Mir aber geht es nicht um mich, sondern darum, dass dieses Land demokratischer wird. Und ich würde mich auch freuen, wenn Sie mich demnächst unterstützen würden, wenn migrantische Familien oder geflüchtete Familien, die ich betreue, nicht mehr von Anhängern der identitären Bewegung und anderen Drohanrufe bekommen würden. Wenn wir uns da einig sind, haben wir einen großen Fortschritt in diesem Land und ich lade Sie herzlich ein, mich auf diesem Weg zu unterstützen. So, und jetzt kommen wir, wie bereits angekündigt, zum letzten Redner in dieser Debatte zumindest. Michael Kuffer ist das für die CDU-CSU-Fraktion. Er ist Mitglied im Innenausschuss. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ich kann an dieses Zwiegespräch nahtlos anknüpfen. Beide Pole des Extremismus haben nicht nur eine polizeiliche Dimension, sondern leider auch eine gesellschaftliche Verwurzelung. Und ich muss hinzufügen, die leider auch in diesem Parlament und auch in dieser Debatte wieder sichtbar wird. Und gerade in dieser gesellschaftlichen Dimension, liebe Kolleginnen und Kollegen, liegt die eigentliche Herausforderung. Und ich sage mit Blick auf den Linksextremismus, das Toxische am Linksextremismus, das Toxische an einzelnen Wortmeldungen zur Auseinandersetzung mit diesem Phänomen ist die Annahme, es gäbe gute und es gäbe schlechte Gewalt. Es gibt aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, keine moralische Rechtfertigung für Gewalt im Rechtsstaat. Und es gilt für jede Form des Extremismus, sei er politisch, gleich ob links- oder rechtsextremistisch oder auch religiös motiviert. Gewalt hat keine Rechtfertigung und sie darf niemals als Mittel der politischen Auseinandersetzung, aber auch niemals Mittel jedweder anderen Auseinandersetzung akzeptiert werden. Solange dieser Satz, der die unverbrüchliche Grundlage unserer Gesellschaften und politischen Ordnung bilden soll, gesagt werden muss, solange sind wir in der Bekämpfung des Extremismus letztlich nicht erfolgreich gewesen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es bleibt die Aufgabe von uns, und mit uns meine ich nicht nur die Kräfte der politischen Mitte, sondern ich meine alle Bürgerinnen und Bürger, diese Werte in unserem Land zu verteidigen. Und die Zahlen machen das leider sehr deutlich, dass wir hier noch einen Weg zu gehen haben. Die Anzahl politisch motivierter Gewalttaten ist in den letzten 10 Jahren um annähernd ein Viertel angestiegen. Die Fallzahlen im linksextremistischen Bereich stiegen im letzten Jahrzehnt um 45% an.
Das ist ein Trend, der uns zum Handeln zwingt. Und es darf hier, man kann es nicht oft genug wiederholen, definitiv keine Unterscheidung in der politischen Betrachtung der verschiedenen Richtungen des Extremismus geben. Ich sage es noch mal ganz deutlich, Gewalt ist Gewalt. Und um der Entwicklung in den kommenden Jahren mit Blick auf das Gesagte entschieden entgegenzuwirken, muss deshalb endlich Schluss damit sein, Gewalt dadurch zu relativieren, dass auf ihre Motive Bezug genommen wird. Damit wird Gewalt insgesamt verharmlost. Und bei manchen Äußerungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat man den Eindruck, dass die Grenze zwischen Angriff und Verteidigung der Demokratie von einigen gehörig falsch gezogen wird. Ich bin zurückhaltend, das sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, mit Äußerungen im Fall Magnitz. Zu viele Informationen haben sich im Nachhinein als falsch herausgestellt. Aber eines sage ich Ihnen auf jeden Fall. Der Satz, und ich zitiere, dass Magnitz zusammengelatzt wurde, ist übrigens die konsequente Durchführung von Nazis raus. Dieser Satz ist an Dummheit und an Gefährlichkeit nicht zu überbieten. Und dass er von einer Journalistin gesagt worden ist, ist an Zynismus nicht zu überbieten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit Blick auf die Angriffe gegen Polizisten, aber auch mit Blick auf Angriffe gegen Feuerwehrleute, Rettungskräfte, wer diejenigen angreift, die in diesem Land Tag für Tag fürs Gemeinwesen, für unser aller Sache persönlich den Kopf hinhalten, der greift uns alle an und der unterminiert die Stützpfeiler dieser Gesellschaft. Denn wer einen Stein auf einen Polizisten wirft, der trifft nicht den Staat, er trifft einen Menschen und er trifft damit uns alle. Und deshalb bitte ich zum Schluss, alle Demokraten sich das Folgende bewusst zu machen. Je größer die Unterschiede politisch werden, desto stärker muss unser Bewusstsein, unser gemeinsames Bewusstsein als Demokraten werden, die gemeinsame Suche nach dem Besten, nach der richtigen Lösung in den Vordergrund zu stellen. Diese Absicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir auch unserem politischen Gegner niemals absprechen. Denn das macht die Unterscheidung zum Extremismus und zu den radikalen Kräften aus. Ich danke Ihnen. Michael Kuffer war das hier am Rednerpult, der letzte Debattenbeitrag hier in der Aussprache zu einem Antrag der AfD-Fraktion. Die AfD-Fraktion fordert in diesem Antrag, dass verstärkt gegen den Linksextremismus vorgegangen werden soll mit Personal und mehr Mitteln. Ja, wenn Sie die Debatte verfolgt haben. Wer stellt also in Deutschland eine größere Bedrohung dar, Rechts- oder Linksextremismus? Da ging es hin und her. Allerdings war man sich hier im Hohen Haus doch einig, dass, was die Anzahl der politisch motivierten Gewalttaten insgesamt anbelangt, die Zahl gestiegen ist und dass Gewalt niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein darf. Darüber hinaus war der Konsens allerdings nicht allzu groß. Der AfD-Antrag, der geht indes jetzt in die zuständigen Ausschüsse und wird dort weiter beraten.